wie viel musst du jetzt rauchen? Die ist mir schon öfters gestellt worden, auch in der Apotheke. Wie viel musst du jetzt rauchen, um in einem Drogentest auf THC positiv getestet zu werden? Nun, Drogentests können relativ kleine Mengen von THC nachweisen. Die Menge von THC im Joint variiert, ja, das ist die Qualität natürlich. Allerdings wird nicht viel darüber geforscht, wie viel eine Person rauchen muss, um in einem Drogentest wirklich positiv getestet zu werden. Die wenigen Studien zeigen jedoch immer wieder, dass die, die regelmäßig rauchen, eher positiv getestet werden als Gelegenheitskiffer. Mit einem hochempfindlichen Urintest entdeckten die Forscher THC im Urin bei 100% der häufigen Nutzer und bei 60 bis 100% der seltenen Nutzer. Also ja, auch die Routine macht's. Marihuana-Drogentests suchen übrigens nach THC und nicht nach Marihuana. Und deswegen ist die Menge an THC, die eine Person konsumiert, der entscheidende Faktor. Das ist das Hauptkriterium. Und die Auswirkungen von THC, die sind kumulativ. Das bedeutet, dass eine Person, die mehrmals über mehrere Tage raucht, natürlich eine höhere THC-Dosis konsumiert hat, als eine Person, die nur einmal raucht und daher eher positiv getestet wird. Die Stärke jeder Dosis von THC ist ebenfalls von Bedeutung. Und ohne empfindliche Laborgeräte kann eine Person die Stärke ihres Marihuanas nicht zuverlässig bestimmen. Das hat so gut wie keiner daheim. Höchstens die, die damit beruflich zu tun haben, legal oder illegal. Insofern stellt sich diese Frage eigentlich kaum.